Auf der Summer Stage geht es heiter zu. Die glücklichen Gewinner eines Club Wienertee Gewinnspiels treffen sich zu einer Weinverkostung im Weinpavillon. Im Mittelpunkt steht heute der gemischte Satz. Wieder gemischter Satz, ich würde sagen, das ist wirklich was Spezielles. Erstens einmal, weil es in einer Großstadt wächst. Zweitens einmal, weil es seinesgleichen im Vergleich nicht hat. Gemischter Satz ist irgendwie unikat und weltweit erfolgreich. Ich hoffe nicht zu erfolgreich, weil sonst wird es für uns Gastronomen ein bisschen knapp mit den Mengen. Ich bin ein Burgenländer und von daher natürlich ein Weinliebhaber erster Güte. Ich erwarte mir schon ein besonderes Geschmackserlebnis, weil der gemischte Satz ja jedes Jahr anders schmeckt und je nach Lage und der Mischung, die dort wächst und gemeinsam geerntet wird. Und von daher wird das, glaube ich, sehr interessant. Doch genug geredet. Ran in die Gläser, alle Geschmacksnerven spitzen und genießen. Ich trinke sehr gerne ein Gläschen Wein, ein oder zwei Gläschen zu einem guten Essen. Oder einem schönen Sommerabend, einen kühlen Weißwein ist was Wunderbares. Es gibt gar nicht für sich keine Herstellung des gemischten Satzes, sondern die Natur produziert es selber. Der gemischte Satz wächst im Weingarten, sind unterschiedliche Rebsorten im Weingarten ausgesetzt und werden gemeinsam geerntet, gemeinsam vinifiziert und gemeinsam vergoren. Auf geht es in die nächste Runde. Schließlich sollen noch weitere edle Tropfen des österreichischen Kultweins verkostet werden. Das war ausgezeichnet, also ich bin total überrascht. Das ist so, soll ich sagen, persönlich und vielfältig und ja, erlebnisreich war. Und einige Weingüter kannte ich auch bis dato nicht und ich finde einfach eine Weinbegleitung ist einfach schon was Besonderes. Super. Es war ein ganz ein netter Abend bis jetzt, mit herrlicher Verpflegung, guten Weinen, wie man sich's vorstellt, wenn man in Wien zum Heurigen geht. An und für sich ist es quer durch gut angekommen. Ich glaube, ich habe das richtig gereiht, mit dem Kobenzl begonnen als eher leichterer. Es war vom Weingut Christ was dabei, vom Wieninger, vom Meier am Vorplatz. Hat geendet dann mit dem Roten Haus als fünftes Boot und war sehr, sehr kraftvoll und sehr erfolgreich. Und weil es so gut schmeckt, wird auch weiterhin noch fleißig geschwenkt, gerochen und genossen. Prost!